Willkommen zurück zu den nächsten Weekend League Rewards. Heute öffnen wir die Premier League Rewards. Wir fangen an mit den Division Rival Rewards. Bis wir die geöffnet haben, sind dann auch die Foot Champion Rewards da. 4 Megapacks haben wir untauschbar. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Megapack. Und ist wieder nichts drin. Ach, Martin, 84er Martinez wird aber nicht angezeigt. Das ist typisch EA. Dann öffnen wir das nächste Megapack. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was dann jetzt in den roten Rewards drin ist natürlich. Im zweiten haben wir wieder nichts. Wieder so Cobber Liberation. Dann tun wir die beiden Sachen abstoßen. Und dann öffnen wir das nächste Megapack. Und haben wieder nichts. Und wieder ein Cobalt Evaluation. Mars. Die verfolgen uns halt richtig. Boah, 75er bis 80er seltener Spieler. Boah, könnten wir wieder ein Cobalt Evaluation auswählen. Wir wählen mal Malkut. 8 doppelte Objekte, oh Gott. Mal kurz stichprobenartig reingucken, ob wir die untradable haben, die Spieler. Dann kommt alles weg, der Rest. Und dann kommen wir schon zum letzten Megapack. Und danach sind die Weekend League Rewards zu öffnen. Und im letzten Pack haben wir wieder nichts. Schon wieder ein Copa Liberation. Suarez. Was ist denn da los? Oh, Bürki ist hinten dran immerhin. Warum werden dann immer diese, nur weil es Spezialkarten sind, werden die wohl immer angezeigt? Dann stoßen wir den Rest ab und gehen jetzt zu dem spannenden Teil über. Die Foot Champions Rewards Gold 2. Wir starten mit dem ersten Spielerwahlobjekt. Alisson. Dann nehmen wir mal Alisson. Und im zweiten haben wir Kovacic. Ja. Ja. Dazu sage ich mal nichts. Wir öffnen das nächste seltene Goldpack. Und da haben wir jetzt mal ein 83 Plus Spieler auf jeden Fall. Boah, Walker. Das ist eine über 10k wert. Dann öffnen wir das nächste Pack, das seltene Megapack. Und haben Tots, glaube ich. Aber einer von dem anderen Tots. Almayov, der Keeper. Was ist denn der Wert? 10k. Wow. Die alle kommen weg. Und dann gehen wir zu dem letzten seltenen Megapack. Nochmal alle Hoffnung reinstecken. Und da haben wir wieder nichts drin. Das war's von dem Opening. Ich bedanke mich beim Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.